Oh ja. Okay, gut, dann herzlich willkommen zu meinem Talk am Freitag am Nachmittag. Doch etwas später schon, aber ja. Was ich erzählen will, ist über den Decision Manager und Business Automation. Warum das Next Generation heißt, ist deshalb, weil Red Hat sich schon seit längerem mit sogenannten Rules und mit BPM oder BPMN, BPMN wäre der Standard, der, wie man hier Businessprozesse modelliert, beschäftigt. Das heißt, es gibt schon seit längerer Zeit Produkte und man hat jetzt in der aktuellen Version 7, wie die Produkte jetzt rauskommen, hat man sich halt entschieden, hier andere Namen darüber zu vergeben, aber das ist jetzt nicht alles, aber man hat hier halt das ein bisschen umbenannt. Bis jetzt hießen die einfach BRMS, so Business Rules Management System und BPMN, Sweet, ja. Warum wird das eigentlich heute immer interessanter? Weil wir halt einfach viel schnellere Veränderungen hier vorfinden. Viel schneller müssen wir auf Veränderungen reagieren. Das Stichwort Digital Transformation und wie das alles heißen mag, ist halt in aller Munde. Und man versucht hier halt überzugehen, Teile von seiner Entwicklung oder auch, manchmal sage ich auch, den Klebstoff zwischen den Anwendungen, weil doch die Leute ja mehrere Anwendungen haben, die müssen irgendwie miteinander interagieren, diesen Kleber mit Standard-Tools zu versehen und nicht selbst diesen Business-Prozess, der dazwischen abläuft, zu schreiben. Der Vorteil dabei ist, dass man auch hier diese Prozesse relativ schnell, relativ flexibel anpassen kann. Die Theorie, die man seit 15 Jahren behaupten, ist, dass eigentlich das Business dann den Prozess doch selber modelliert und quasi jederzeit in Betrieb nimmt. Ich bin da ein bisschen vorsichtig als pragmatischer, aber man kann sehr wohl viel schneller hier Änderungen machen. Oder wie ich es halt in manchen Bereichen sehe, wenn wir heute von Microservices reden, dass man hier eben Services zur Verfügung stellt und dann vielleicht für einzelne Produkte, die man rausbringt, oder vielleicht Produktpackages hier einfach schnell neue Prozesse schafft mit den Services, die man hat. Das ist einfach die Geschichte. Warum man das alles machen will, das sind halt diese berühmten Marketing-Geschichten, um natürlich alles zu optimieren. Man möchte den Mitarbeitern natürlich viel mehr in die Hand geben, viel schneller sie informieren können. Entschuldigung. Man möchte den Kunden natürlich einbinden, vielleicht in den Prozess selbst, dass er involviert ist, wo er heute irgendwas bestellt und er bekommt dann lediglich, ja, wir haben es Ihnen jetzt zugesendet. Vielleicht, wenn das halt längere Prozesse sind, ich weiß nicht, man hat begonnen jetzt mit der Produktion von deinem Teil, der speziell für dich gefertigt wird oder was auch immer, hier umzugehen, beziehungsweise eben dann auch neue Produkte zu entwickeln. Also ich denke an eine Telco-Industrie, die ununterbrochen irgendwelche neuen Packages von Handyverträgen mit was auch immer für Packages rausbringt und einfach das Business selbst entscheidet, sie packen das irgendwie zusammen, die Services als solches gibt es hoffentlich alle schon und ich modelliere nur mal den Prozess drüber und habe damit ein Produkt herausgebracht und muss jetzt nicht ein halbes Jahr drüber nachdenken, wie bringe ich jetzt dieses neue Produkt heraus. Also das sind so Themen, die halt hier adressiert werden. Ja, klar, wir wollen alle einbinden, also sowohl den Mitarbeiter, den Partner, den Kunden, alle sollen natürlich in den Flow eingebunden werden. Ja, das sind also die neuen Assets sind die Business-Prozesse, sagen zumindest die mit den Business-Prozessen sich auseinandersetzen. Da spricht man dann auch von Process-Driven Applications, das heißt also man baut hier dann, wenn man hier dann solche Services wirklich hat, die zur Verfügung stellen, dann kann man einfach diese Prozesse orchestrieren, damit automatisieren, enabled vielmehr und was natürlich auch immer wichtig ist, die gesamte Analyse dahinter, das heißt, wie viele Prozesse, wie lange haben die gebraucht, an welcher Stelle ist zum Beispiel vielleicht auch ein erhöhter Aufwand gewesen oder vielleicht eine längere Wartezeit gewesen, ich weiß nicht, für irgendwelche Tätigkeiten hat eben einfach jemand länger gebraucht, um dann vielleicht wiederum, jetzt
gehen wir den Schritt zwischen Prozessen und Regeln, um hier vielleicht dann Regeln anzustellen, die also den Prozessfluss vergrößern. Ich bin schon eine Zeit lang Steuerzahler und ich weiß halt, wie früher halt ein Steuerausgleich gemacht worden ist, und heutzutage hast du, wenn du einen Steuerausgleich machst, angeblich, bin jetzt der Spezialist, aber so für 80% der Steuerausgleiche mindestens werden die automatisch abgewickelt. Das heißt, da wird nachgeschaut, was hast du im letzten Jahr gemacht, ist es in einer Bandbreite, und wenn du die Bandbreite eingehalten hast, ist der Steuerausgleich einfach durch. Die Regeln werden permanent geändert, werden permanent angepasst. Dann gibt es natürlich irgendwelche Regeln, wo Leute rausgepickt werden, die dann halt überprüft werden. Und das wird halt permanent angepasst. Und damit hast du natürlich den personellen Aufwand reduziert und bekommst aber trotzdem besseren Feedback zum Beispiel. Der Steuerausgleich ist schneller durchgeführt, und auf der anderen Seite findest du auch vielleicht Dinge besser, wo einer halt, weiß nicht, halt hoffentlich hier irgendwelche Dinge macht, die er nicht soll. Das gilt für den Steuerausgleich, das gilt für Bestellprozesse, das gilt für alle businessrelevanten Prozesse, die wir haben. Das können Kreditanträge sein, alle diese Themen. Ich war gestern bei einer Bank, da ist es die Frage vom Risk Management gewesen. Die haben also das Risk Management quasi in der Applikation drinnen. Wenn sie jetzt irgendwie neue Risiken feststellen wollen, dann wird die Applikation umgeschrieben, umgeändert, verändert, und dann haben sie halt dann in der Zwischenzeit halt einen Zyklus von einem Monat. Dann geht es in Betrieb. In dem einen Monat haben sie das Risiko noch immer unverändert weitergelaufen, und die sind natürlich interessiert, zum Beispiel einfach Regeln quasi jetzt ändern, und der Nächste, der jetzt den Kreditantrag oder ich weiß nicht was hier einwirft, der wird mit der neuen Regel befeuert und trifft damit zu. Ja, dann gibt es halt so Themen, ich will das jetzt gar nicht so in die Länge ziehen, dass halt Customer-Centric oder Employee-Centric, je nachdem halt, wer halt jetzt im Prozess ist, diese ganze Intelligenz, diese ganzen Regeln dahinter, um sie mal zu automatisieren, sodass ich vielleicht Personeninteraktionen natürlich auch reduziere, indem ich eben schon sage, wenn so Regeln sind, typischerweise bei Bestellungen, kategorisiert man halt den Kunden, ist das ein Bronze-, Silber-, Goldkunde, und wenn das halt ein Goldkunde ist und der bestellt halt um 5.000 Euro, dann wird das automatisch approved. Für einen Standardkunden muss halt bei 500 Euro muss halt jemand, oder über 500 Euro muss jemand approven. Und das sind halt so Regeln. Und das bestimmt ja das Business und nicht mehr der Entwickler. Der braucht das jetzt nicht mehr in seine Applikation reinschreiben, und das Business kann es am Morgen ändern. Ja? Oder muss es jetzt vom Manager unterschrieben werden? Keine Ahnung. Das ändert der für diesen Prozess, für diese Thematik entscheidet das jetzt und ändert das sofort und nicht. Ich habe diesen Zyklus, um meine Applikation hier Veränderungen vorzunehmen. Ja, das Ganze natürlich in verteilten Systemen, ja, Cloud Native. Wobei halt komme ich dann später noch dazu, im Falle von Red Hat, wir sprechen ja dann auch von Containern oder halt auch bei Cloud-Providern, und wir das natürlich auch dann in Containern unterstützen. Und natürlich die ganze Thematik Integration, wo ich dann hier spreche mit auch einem SAP-System oder mit einem Salesforce-System. Oder ich bekomme von irgendwelchen Systemen, die ich hier anschließen kann, Informationen, oder ich muss die an die weiterleiten. Ich überspringe einfach die Folien, die werden, soweit ich weiß, ja nachher zur Verfügung gestellt. Könnt ihr es dann gerne nachlesen. Das heißt, wir wollen uns natürlich verändern von einer Applikation, wo irgendein Entwickler in seiner IDE irgendeinen Code schreibt und das in seiner monolithischen Applikation hier abhandelt, zu Microservices, da müssen natürlich mehrere da sein, die in irgendwelchen Containern laufen, und ein Business-Expert, also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, ein Business
User, sondern ein Business-Expert ist halt hier in der Lage, auf der einen Seite den Prozess zu modellieren und verändern dann natürlich oder vielleicht bei größeren Unternehmen im Prozess in Österreich anzupassen, während in Deutschland vielleicht ein bisschen anders läuft. Ja. Und oder eben auch die entsprechenden Regeln hier anzupassen, ohne dass ich in der IT was machen muss. Und das Ganze natürlich in einem viel kürzeren Zeitraum. Klar geht, muss ich auch immer klar sagen, die Verantwortung liegt natürlich auch dann bei dem Business-Expert, wenn der dort natürlich in seinem Prozess was Falsches definiert, dann gilt das natürlich genauso. Oder wenn er es in seiner Regel dann reinschreibt, es werden automatisch alle Bestellungen approved, dann ist das so. Aber dann ist er ja für das Business verantwortlich und dann ist es alles seine Entscheidung. Ja. Aber gut, das ist halt, vorher hat man halt immer den Entwickler geschimpft, wenn der was Falsches entwickelt hat. Ne? Aber jetzt ändert sich das. Das heißt, im Prinzip hast du, bis jetzt hieß es eben JBoss BPM Suite, hast du da auf der einen Seite den Business-Expert, der eben hier die Regeln bzw. auch die Business-Prozesse modelliert. Für die Regeln gibt es dann eben einen sogenannten Decision-Server, das ist aber halt ein Bestandteil. Und da gibt es eben eine Umgebung, in der er das machen kann. Also er muss jetzt nicht einmal eine IDE verwenden. Auch der Entwickler kann das natürlich machen, wenn der entsprechende Rechte hat. Kann ich natürlich auch Rechte steuern. Das ist natürlich auch wichtig, immer zu sagen, wer darf überhaupt das machen, wer darf eine Regel sich anschauen, wer darf sie verändern und wer darf sie dann natürlich auch entsprechend in die Produktion überführen. Und ja, dann verwenden dann halt meine Applikationen diese Prozesse oder besser gesagt, im Falle der Prozesse verwenden die Prozesse dann natürlich die Applikationen. Aber es können auch die Regeln natürlich alleine ausgeführt werden. Das heißt, ich kann aus irgendeiner Applikation heraus hier nur eine Regel abfragen. Mehr oder weniger das gleiche Bild, nur ein bisschen halt abgeschwächt ist, wenn man BAMS verwendet. Wie gesagt, das sind die alten Produktnamen, die wir haben, weil wir uns entschieden haben, das umzustellen. Das heißt, mit der Version 7 gibt es dann Process Automation Manager, das ist eben die BPM Suite, und den Decision Manager, das ist die Rules Engine. Dahinter verbergen sich die jeweiligen Open Source Projekte JBPM und Rules. Das sind also die Open Source Projekte, das heißt, wie bei allen Red Hat Produkten, werden ja alle, also die Entwickler, die für diese Produkte zuständig sind, die entwickeln ausschließlich in der Open Source Welt, und dann wird halt zu einem Zeitpunkt, wird halt unsere QA-Abteilung damit beauftragt, daraus ein Produkt zu machen, das wir dann über mehrere Jahre dann einfach supporten. Und das ist ja der Benefit, den der Kunde von Red Hat hat, dass er eben dann für die Produkte über Jahre hinweg für das Produkt einen Support hat, was er in der Open Source Community ja nicht hat, weil da gibt es halt die Version, ich sage jetzt mal bei JBPM gibt es jetzt die Version 7.7, und wenn er dann irgendeinen Fehler hat, dann kriegt er die Version 7.8, und er ist gefordert natürlich die 7.8 einzusetzen, falls er irgendein Problem hat, während wir halt hier entsprechend Support anbieten. Also Support, in der Sicht, dass er uns anrufen kann, wir ihm helfen können, und Support, dass er natürlich Updates für das Produkt trotzdem bekommt. So, was ist neu? Auf der einen Seite, wenn man so will, Process Automation Manager ist also quasi das gesamte Paket mit dem Process Management, Application Management, und das ist neu dazugekommen. Das heißt, es gibt auch einen eigenen Application Builder, mit dem man hier relativ einfach hier auch ein Frontend zu dem Prozess entwickeln kann. Das ist, und inkludiert ist eben der Decision Manager, wo ich meine Regeln, meine Decisions halt modelliere und meine Optimierungen durchführen kann. Wie gesagt, ich kann nur den kleinen Teil nehmen, oder ich kann das
das Gesamte nehmen, das sind halt dann zusammen gepackaged. Was Richtung Rules geht, dann können wir das, wir können zum Beispiel solche in Spreadsheet-Regeln definieren, es gibt Decision Tables. Decision Table kann man sich vorstellen, man hat da zum Beispiel Werte, die in einem bestimmten Bereich sind und je nachdem, in welchem Bereich sie quasi sind, ergibt sich daraus ein Ergebnis. Das kann ich natürlich in der Excel-Tabelle auch hier abbilden, dann editiere ich das extra. Es gibt Guided Rules, das sind so typischerweise If-Then-Else-Geschichten. Es gibt eine Language, in der ich das definiere, also DSL, es gibt DAL und es gibt auch noch Rule-Templates. Und neu dazu gekommen ist in der Version 7, dass eben diese Decision Model und Notation Sprache unterstützt wird. Das ist ein Standard von der OMG Group. So wie BPMN für die Prozesse ist DMN ein Standard. Den gibt es sogar schon in der Version 1.1. Und wir unterstützen eben den in der Version. Einziger kleiner Haken ist, wir können derzeit noch nicht das grafische Modellieren von DMN. Da sind wir derzeit auf ein externes Modellierungstool angewiesen. Sollte Ende des Sommers sollte es auch die grafische Modellierung im Decision Manager geben. Haben wir aber derzeit nicht. Aber wir können es eben exekutieren. Wir sind komplett, also da gibt es so Zertifizierungen an, da muss man 575 Tests durchlaufen. Die haben wir also alle durchlaufen und also wir können entsprechend modellierte Regeln durchführen. Process Automation Manager, da ist halt ein Hauptaugenmerk darauf gemacht worden, dass es eben Richtung Container und Hybrid Cloud und Richtung Microservice geht. Das heißt, man bekommt die gesamte Umgebung, man kann das normal standardmäßig installieren, wie man das also in der Vergangenheit schon gemacht hat, oder man bekommt fertige OpenShift-Container, die also nur mehr über ein gemountetes Filesystem, wo dann halt die Prozesse und Regeln drinnen abgelegt werden, aber komplett der Container ist up and running in anderthalb Minuten, meine Umgebung oder auch der Server, wo, der dann halt meine Prozesse laufen lassen kann, es entsprechen. Es ist Richtung Application Coding, das UI-Interface habe ich da schon erwähnt und natürlich auch das DMN wird hier unterstützt. Und was komplett wirklich neu ist, ist Dynamic Case Management. Standardmäßig sind so BPMN-Prozesse immer, ich habe halt richtig so einen Flow durch die Weltgeschichte. Da habe ich irgendwo einen Anfang und irgendwo ein Ende und vielleicht habe ich irgendwo einen Ausstieg. Während ich bei Case Management kann ich durchaus auch die Reihenfolge unterscheiden. Wenn ich also einen Autounfall habe und ich den melde, dann könnte es sein, dass ich also die Meldung zur Versicherung mache und dann in die Werkstätte gehe und was muss ich noch machen, irgendwelche Fotos einschicke und es gibt aber überhaupt keine Reihenfolge, in welcher Reihung das kommt. Ja, natürlich muss ich alles erfüllen, damit ich dann irgendwann einmal das auch abgewickelt bekomme, aber es gibt überhaupt keine Reihenfolge, es wird also tatsächlich komplett dynamisch hier agiert. Früher habe ich das immer gehabt im Behördenumfeld, die haben immer gesagt, sie wissen nicht, wann wer was macht. Wir wissen nur, diese 25 Aktivitäten müssen durchlaufen werden. Wenn die alle abgeschlossen werden, dann komme ich in den nächsten Stage und dann gibt es wieder 20 Aktivitäten. Aber ich weiß nicht, wann die 25 erfolgen. Und in einem klassischen Prozess hast du aber genau erste Aktivität, zweite Aktivität, dritte Aktivität, vierte Aktivität und da vielleicht Verzweigungen und so weiter. Aber der Flow ist komplett starr, wenn man so will, ja, natürlich mit den Verzweigungen, aber im Case Management ist das ein bisschen anders. Ja, das war es einmal so ein bisschen theoretisch dazu. Ich hätte jetzt halt ein bisschen vorgezeigt, damit man ein bisschen weiß, wie das ausschaut. Wie gesagt, das, was ich hier herzeige, ist alles auf, auf,
auf Basis von der Version 7. Ja, Frage. Das DMN ist mir noch nicht klar. Ja. Ist das ein Add-on zu BPM? Oder? Nein, DMN ist eigentlich ist so, also BPMN ist ein Standard, um Prozesse zu modellieren. Ja. Ja, das hat man halt vor ein paar Jahren, hat man diesen Standard entwickelt, weil früher halt die Process Engine, jeder hat halt in irgendeiner Sprache entwickelt und man war nicht portabel. Dann hat man BPMN entwickelt für Prozesse. Für Rules gab es aber keinen Standard. Das heißt, wie meine Rules, ich habe jetzt gerade hier aufgezeigt, 6 verschiedene Arten, wie sie Regeln entwickeln können. Da. Ja. Das ist aber alles quasi Rules-spezifisch. Jede Regel-Engine hat irgendwelche Methoden, aber im Detail schaut es bei jedem ein bisschen anders aus. Die Funktionalität ist ein bisschen anders. Und da dagegen oder dafür, oder es quasi als Standardisierung hat man DMN, von der OMG ist DMN entwickelt worden. Und das ist eben ein Standard, den alle, die es DMN anbieten, unterstützen müssen, so wie BPMN. Ja? Welche Methode man verwendet, ist jetzt uns im Prinzip egal. Ich kann es auch mischen. Ja? Also ich kann in meinem Prozess an verschiedenen Stellen, einmal habe ich Decision Table und einmal habe ich DMN. Oder einmal habe ich eine Guided Rule drinstehen. Weil das ist mir halt, das verstehe ich leichter. Oder ist für die Anwendung an der Stelle einfacher zu verstehen. Ja? Man kann sich ja vorstellen, wenn man da 20 Werte hat und man hat für jeden Wert 10 Wertebereiche, dann kann man sich ja leicht vorstellen, wie groß das Ding wird. Und ob ich das dann noch verstehe, ist eine Frage. Vielleicht bin ich gescheiter mit der Methode an der Stelle. An der Stelle. Ja? Wenn das so ist, so schlank ist, super, das versteht, also hoffe ich, das versteht jeder ganz einfach. Aber da hat halt jede Methodik hat seine Vor- und Nachteile. Ist aber proprietär, wenn man so will. Und das und DMN soll halt davon wegbringen. Man hat natürlich hier genauso wiederum solche Tabellenmethoden. Man hat aber eben hier eine eigene Sprache entwickelt. Die heißt FEEL. Friendly Enough Expression Language. Die hat man da entwickelt. Nicht fragen, warum und wieso, das andere, aber das ist einfach so, da gibt es halt ein Set, das ist Bestandteil von DMN und das müssen wir unterstützen. Okay? Alles klar. Gut. So. Dann schauen wir mal, ob noch alles so halbwegs funktioniert. Das ist die Frage, wo wir quasi anfangen. Schauen wir mal, ob meine Umgebung noch lebt. Machen wir mal einen Reload, sicherheitshalber. Also das ist jetzt die Umgebung mit Process Automation Manager, das heißt, das ist die komplette Umgebung quasi. Und ich habe da halt so einen IT-Order-Prozess und da sehen wir schon, dass da verschiedene Dinge enthalten sind. Da sind Formulare enthalten, die ich also in meinem Prozess halt verwende. Es sind Data Objects enthalten. Es ist natürlich auch der Business-Prozess drinnen. Damit ich das ein bisschen einfacher, kann ich natürlich die Typen selektieren. Und habe hier die Modellierung für meinen Prozess. In dem Fall ist es eben sogar ein Case-Prozess. Wir sehen eben hier, da gibt es Prepare Hardware Spec, Manager Approval, Place Order, Reject Order. Was zum Beispiel interessant ist, ich kann ja, wenn Order Placed ist, kann ich trotzdem noch immer, wir werden das dann sehen in der Demo, kann ich noch immer Order Reject machen. Ja? Was ich in so einem Standardprozess schwierig abbilden kann, weil das einfach ja ein Overlay ist. Und dann gibt es halt Sending und dann gibt es Customer Satisfaction Report. Fürs Modellieren, ich gehe da jetzt nicht drauf ein, habe ich halt hier die Objekte, die ich dann halt auswählen kann, welche Objekte und ich ziehe die dann da drüber und habe halt die auf der anderen Seite, also für jemanden, der es modellieren wird, habe ich die Properties quasi von den Objekten. Also mit der Methode modelliere ich quasi den Prozess. Ich glaube, ich habe in der Simulation jetzt nichts drinnen. Genau, da ist nichts drin. Also man kann dann sogar Simulationen dann loslaufen lassen, wo man sagt,
weiß ich nicht, alle 50 Minuten schickt da was rein mit folgenden Daten und wo landen die raus, und an der Stelle macht da eine 50 oder eine 30% Wahrscheinlichkeit, dass du da rausläufst oder sowas, ja. Also das kann man hier runter modellieren und dann quasi halt schauen, wie die Prozesse ablaufen. Und ich kann dann auch noch weitergehen und könnte sagen, ja, das ist gut. Ich brauche zum Beispiel an der Stelle brauche ich 2 Stunden für einen Mitarbeiter. Und damit kann ich natürlich ausrechnen, mit wie vielen Mitarbeitern brauche ich dann überhaupt, wenn ich da 100 Prozesse vorne reinwerfe, wie lange ist die Durchlaufzeit. Also das ist dann, was man in Simulation macht. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, wie kann so ein Prozess halt dann ausschauen? Wie gesagt, die Formulare, die hätten wir da halt auch modelliert. Da ist der, gut, der ist nicht groß. Was haben wir da? Manager Approval Task Form. Da wird, glaube ich, auch nichts drin. Gut, da haben wir nur 2 Felder drin. Also es ist jetzt von dem Formular natürlich relativ unspektakulär. Wir sind da ein Mitarbeiter, sind eingeloggt und wir wollen eine Hardware bestellen. Wie gesagt, jetzt nicht über die Details diskutieren, sondern wir wollen eine Hardware bestellen und wir wählen halt den Manager aus und sehen, die Order ist da eingetroffen. Ich kann es da mit der Nummer 4, kann ich es mir auch anschauen, sehe, okay, da ist es mein Flow da oben, der mir angezeigt wird. Das sind meine Participants, nämlich das bin ich selber, das ist mein Manager und das ist der Supplier. Ich könnte hier sofort auf Close drücken, damit ist er wieder erledigt. Ich kann auch hier Kommentare einfügen. Ich habe aber zum Beispiel keine Taste dazu offen, sehen wir dann später. Need new hardware. Gut, der nächste Schritt, Hardware Specification. Das muss er in dem Fall jetzt mich nicht fragen, warum das so ist, aber das macht der Supplier. Also muss ich mich, wenn ich es richtig habe, habe ich denn noch da? Habe ich natürlich nicht mehr. Der T. Ich glaube, den vertippe ich mich nämlich immer, das ist der Supplier. Drum. Der sieht den Prozess und Best Hardware und kriegt halt hier irgendein Dokument dazu. Es geht jetzt nicht darum, dass, was da drinnen steht, aber da würde halt so eine Hardware-Spezifikation drinstehen. Damit ist aus seiner Taskliste verschwunden. Ich kann natürlich da jetzt auch das müsste der letzte sein. Also ich sehe jetzt, dass der da steht und halt hier wartet drauf auf den Manager Approval. Der Mitarbeiter kann sich das natürlich genauso anschauen, diesen Prozess. Oder wir gehen halt zum Manager. Kriegen den und können hier jetzt quasi ein Approve und Reject machen. Go for it. Gut, Manager ist erledigt. Der Mitarbeiter kann sich jetzt natürlich genauso über den Zustand hier anschauen. My Orders. Und sieht, der Manager-Approval ist erfolgt, aber es ist noch keine Order placed. Könnt natürlich da wieder einen Kommentar dazu geben. Urgent. Und die Order wird halt in dem Fall vom Supplier halt durchgeführt. Ja, das ist die Hardware Specification, Quatsch, das ist unserer.
den wir jetzt da durchgeführt haben, da gibt es halt die Notification an den Order Done. Dann. Und damit ist seine. Jetzt können wir uns natürlich da wiederum die entsprechende Order. Das heißt, der obere Teil ist halt hier jetzt erledigt, der ist ausgegraut. Order Reject ist noch immer offen, ja, weil es könnte jetzt noch immer der Manager sagen, na, wollen wir nicht, geht nicht oder was auch immer. Der nächste Milestone, der da ist, eben Send. Send. Na, das, wir wollen nicht, wir wollen List of Orders. Ah, Quatsch, muss ich ja. Habe ich. Ist ein bisschen anders. Wenn ich das aktualisiere, sagt der Order Placed und ich kann dann jetzt hier sagen, okay, Ship Order. Ja, als Lieferant. Damit ist der nächste Step wiederum erfüllt und das, was eigentlich dann nur mehr folgen kann, ist im Prinzip, dass der Mitarbeiter hoffentlich seinen Rechner bekommt. Und kann hier quittieren, einfach mit Receive Order, dass es eingetroffen ist. Damit ist es delivered. Und interessanterweise habe ich jetzt dann noch zusätzlich noch einen Task da drinnen, wo ich einfach da natürlich irgendeine Are you satisfied? Hard to deliver on time? Missing equipment? Weiß ich nicht, Maus? Mist. So, damit ist es im Prinzip da und wenn ich ihn dann nicht mehr sehen möchte, sage ich einfach Close. Wie gesagt, an allen diesen Stellen, wenn wir es nochmal, wir sehen es natürlich da ja genauso, weil wir uns ja hier den Prozess genauso anschauen können, sehen wir das ja eben alles. Das ist ein kleiner Schönheitsfehler, jetzt dürfte natürlich eigentlich Order Reject natürlich nicht mehr passieren. Das ist ein kleiner Modellierungs-Issue. aber ich kann mir hier das einfach anschauen, was passiert ist. Und an all diesen Stellen würde ich natürlich entsprechende Services halt hier ansprechen, die das für mich durchführen. Und möchte ich den Prozess jetzt ändern, dann verändere ich den Prozess und spreche halt an anderen Stellen die entsprechenden Services an. Das wäre also Business-Prozess-Modellierung. Und das als Case Management, wie gesagt, eine neue Funktionalität. Wenn wir zum Decision Manager wechseln, schaut, wenn der Bildschirm reloaded ist, genau so im Prinzip so ähnlich aus. Ja, was ich vergessen habe, wir haben hier, wenn wir den Prozess offen haben, haben wir einfach hier einen Deploy-Button. Das heißt, ich deploye einfach in meine Umgebung hinein. Und er läuft. Und ich kann ihn natürlich jetzt, wenn ich das Recht habe, ihn aktualisieren und deploy die nächste Version drauf. Und ab dem Zeitpunkt werden neue Prozesse mit der Version getriggert. Wir können uns das da anschauen. Ich habe da eine Loan Application, die besteht auch, wir sehen hier diese unterschiedlichen, diese DRL, diese Decision Table im Excel. Und wir haben auch hier einen Prozessflow, der allerdings halt nur limitiert ist, nämlich für die Regeln die notwendigen Werte werden initialisiert, es wird geschaut, ob der Applicant eligible ist, dann wird die Interest Rate ausgeführt und dann wird der Loan approved. Wenn man sich das, wenn eligible zum Beispiel anschaut, ist natürlich ganz total genial, too old. Da steht dann einfach drinnen, der Applicant has more than 70 years. Damit stellt er fest, ob der Applicant too old ist oder die zweite Regel, die hier angezogen wird, ist eben 18 Jahre, wenn es too young ist. Das heißt, wir haben da eine Demo-Umgebung und wenn ich da jetzt das eintippe, da, dann sagt der Applicant is too young. Wenn ich das auf 18 Jahre enter, sagt er, okay, sufficient Credit Rate und ich kriege halt irgendein Payment. Wenn ich das Credit Rate zum Beispiel
auf 200 ändere, dann sagt er einfach, das Credit Rate ist einfach zu niedrig, wird einfach in der Regel halt entsprechend ausgewertet. Was das Nette an der Geschichte ist, wir haben jetzt gerade gesehen, wenn ich 18 Jahre eintippe, geht's. Bei 17 Jahren geht es natürlich nicht, bin ich zu jung. Jetzt könnte ich aber hergehen und sagen, okay, jetzt sei es 15 Jahre, sag safe. Also das ist jetzt, wie man das dann deployen würde. Sag Settings, okay, wir haben die Version 1.0, wir sagen die Version 1.1, sichern, passt, machen ein Bild und deployen. Und Insufficient Credit Score. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr zu jung, wir können jetzt mit 15 das noch immer durchführen, aber der Credit Score ist jetzt das Problem, also wenn wir den wieder auf 400 ändern, dann kriegen wir einen Credit und ich habe die Regel jetzt on the fly geändert und der Nächste, der sie aufruft, also in dem Fall simulieren wir halt nur eine Applikation, die Regel aufruft, und habe die geändert und sie ist sofort unmittelbar wirksam. Für die Techniker im Prinzip werden alle diese Artefakte, die wir hier modellieren, werden einfach in ein Jar-File gepackt. Das Jar-File wird auf dem Server gestellt und verwendet. Es gibt auch eine spezielle Variante, was ich allerdings natürlich sage, dass das ja eigentlich wiederum hemmend ist. Ich könnte das auch in meine Applikation embedden, aber dann habe ich natürlich das Problem, in der Applikation kann ich es nicht on the fly austauschen. Wenn ich es auf dem Execution-Server habe, dann kann ich es eben dort austauschen. Wie sehe ich das? Ich habe da eben den Execution-Server und sehe da drinnen, auf dem Server ist eben die Version 1.0 von der Loan-Application und die Version 1.1 ist da und standardmäßig nimmt er einfach die mit der höheren Version, wird angezogen. Ich könnte auch die jetzt, wenn ich die jetzt entferne, wenn ich die jetzt lösche oder eine Version 1.2, dann wird halt die entsprechende durchgeführt. Damit bekomme ich natürlich viel dynamischere Methoden. Wie gesagt, das ist jetzt Primitivregel, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass man eben hier bei Banken Risk Management hier komplett abdecken kann und die können ihr Risk Management in der nächsten Minute angepasst haben, wenn sie wollen, dürfen, können, sollen, wenn sie dafür verantwortlich sind. Gut, that's it soweit. Gibt es Fragen? Wenn man sich einmal mit dem Modellieren herumspielen will, muss man dann das ganze Monster installieren? Oder? Kommt drauf an. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Man installiert das, also beim Modellieren, beim DMN installiert man das Modellieren, oder man verwendet die Container, die sind eben fertig installiert und verwendet die. Aus Red Hat Sicht, ich meine, die Open Source Variante bietet einfach halt Docker Container an, wir bieten es halt für OpenShift auf einer Plattform an. Das sind einfach Container, die habe ich auch hier verwendet, weil ich habe nämlich nichts anderes als da hier meine OpenShift Umgebung. Und wir sehen hier diesen, das ist der Model Server, DMN Central, das ist der Model Server und das ist der Key Server, das ist der, wo dann die Regeln oder die Prozesse abgelegt werden und das ist nur meine Client-Applikation, die quasi den Key Server aufruft. Ja? Und diese Container, die werden aber für OpenShift fertig ausgeliefert und die gibt es halt in der Open Source Variante als Docker Images, sodass ich es jetzt nicht installieren muss. Client-Applikation wäre quasi das Entando, mit Entando irgendwas. Zum Beispiel, ja. Also in dem Fall ist es eine primitive Spring-Applikation, glaube ich, aber wäre natürlich, wär natürlich genau die Umgebung, mit der ich das dann machen würde. Okay. Andere Fragen? Wünsche, Beschwerden? Kontrolliert, also gerade haben wir gesehen, dass Sie da die 17, 18 und 15 geändert haben. Ja. Und dann die Version von mal händisch geändert haben. Ja, genau. Was wir machen, ist ja dann ein Jar-File zu bauen, wo das alles eingepackt ist. Ich kann, und das Jar-File würde ich dann auf einem Nexus oder was auch immer, wie ich das sonst in meiner IT mit der gleichen Methodik weiterverfolgen. In der Umgebung habe ich es natürlich direkt jetzt auf den Server geschoben.
ist was anderes. Aber ich würde das normalerweise, das Jarfile würde ich dann halt, wie ich es mit anderen Java-Applikationen genauso mache, auf meinen Nexus-Server machen und von dort dann halt weiterschieben in meine Testumgebung, in meine Staging und keine Ahnung, in die Endnetzumgebung. Aber ich definiere komplett richtig, ich definiere einfach ein Projekt, jetzt habe ich die nächste Version, baue mir das File und erbaue dann das Jarfile zusammen. Ich kann auch, es gibt auch hier, na, das sind wir falsch, da. Ich habe auch hier, jetzt haben wir schon wieder irgendwas in der Umgebung da. Also ich kriege halt hier auch aus der Management-Umgebung auch die Files hier lokal. Das sind also die Files und könnt sie downloaden händisch oder ich schicke sie einfach woanders hin und so weiter. Also da gibt es dann Integrationsmöglichkeiten natürlich, die ich verwenden kann. Ist das okay? Ja. Okay. Das war vorher bei den 6 Beispielen, wie man die DMN modellieren kann. Der DMN ist die siebte. Okay. Das ist die siebte Variante. Aber das würde mich interessieren, da war ein Spreadsheet dabei? Das ist ein Spreadsheet, das ist eine Sprache und das ist auch wiederum ein ganzes Regelwerk, das man definiert. Das sind drei Teile, die man. Sprache ist nicht quasi eine Klasse-Applikation, sondern. Okay. Das ist halt dort definiert, wie das. Es, am Ende des Tages kommt das in eine XML, also in eine XML-File hinein, steht das dann dort drinnen. Wie gesagt, es gibt Modellierungswerkzeuge heute, die wir halt einfach nicht ausliefern. Die Open Source Version, die dauert noch ein bisschen, bis wir die fertig haben. Man kann, wie gesagt, mit einem anderen Werkzeug heute anfangen, das Modellieren und bei uns reinbringen und bei uns laufen lassen. Die Modellierung haben wir heute nicht. Das, was wir halt, wo wir halt sehen, einfach, wir haben im Unterschied zu den, ich glaube, es gibt nur einen oder zwei andere Anbieter, die DMN komplett supporten. Also die meisten haben dann so von 20 bis 50 bis 100 Tests überstanden. Wie gesagt, zwei haben, glaube ich, den kompletten Set bestanden. Und ja, also zwei außer uns, glaube ich, derzeit, das komplette Set. Die anderen sagen nur, das können wir nicht und das können wir nicht und das geht nicht und das funktioniert nicht. Ne? Also da ist noch ein bisschen Donnerwasser. Aber es ist halt ein Standard, ja, wenn man drauf steht, sagt, ich möchte da independent werden. Was mich interessieren würde, ist, wie lassen sich Dinge noch integrieren? Jetzt gibt es Web-Services, die man benutzen kann. Kann die Filesystem einbinden, beschreiben, lesen? Also standardmäßig jetzt von JBPM und JBPM, also JBPM und Rules, gehst du im Prinzip immer über Java-Methoden, über REST-APIs oder über JMS drauf zu. Wenn du andere Dinge einbinden willst, dann verwendest du irgendein, also in dem Fall haben wir halt Fuse als Integration Layer, wo wir Fuse genauso als Service anbieten. Und da haben wir 150 Adaptoren von Datenbanken bis zu SAP, bis zu Facebook, kannst du dort alles dann integrieren. Aber das mache ich nicht aus dem JBPM, sondern da habe ich dann ein Layer und sage, hol mir das oder schreib das und ich kriege es jetzt wiederum als Standardinterface dazu. Okay. Gut. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und hoffe, es war auch am späten Nachmittag noch ein bisschen was Interessantes dabei. Dankeschön.